Hallo! Ach, hallo! Wir wurden schon wieder erwischt. Hast du deine Hose wieder ausgezogen? Ja, Ja. So, also, man spielt nämlich nur World of Warcraft ohne Hose. Ist Leroy immer noch nicht da? Leroy ist, läuft noch. Ich kann kurz hoch eine Anekdote erzählen, warum ich Kerak heiße, während wir auf Leroy warten. Ja. Vielleicht ist er auch gerade gestorben, Leroy, weil wir einen Mob vergessen haben. Wir warten jetzt einfach noch 45 Minuten und ich erzähle einfach random Sachen. Was reizt mich jetzt noch? Also erstmal, warum ich Kerak heiße. Kerak ist ein sehr alter Name. Ich habe mich damals 2002 oder 2003 zu Anarchy Online, einem Multiplayer-Online-Rollenspiel von Funcom, da gab es eine Rasse, die hieß Atrox. Das waren so große, kräftige Typen, so wie ich ungefähr. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe einen Namen überlegt, bin auf Kerak gekommen, fertig. Deswegen heiße ich Kerak. Das kann doch nicht sein. Du kannst immer ablaufen, wo er bleibt. Wurde gerade irgendwas noch was gefragt? Ich habe es schon wieder vergessen. Warte. Rhabarber. Malfurion sind wir. Genau, was reizt mich an World of Warcraft? An World of Warcraft reizt mich, man kann es halt immer wieder spielen. Das ist halt so eine Sache. Wenn man, selbst wenn man ein halbes Jahr Pause macht, kann man immer wieder reinkommen und sagen, ach guck mal, jetzt gibt es ja was Neues, jetzt gibt es ja neue Instanzen. Oder so nette Kollegen wie hier der Hauke sagt, ey Jens, ich habe wieder Bock auf World of Warcraft, lass mal wieder ein bisschen zocken. Du findest halt immer wieder Anschluss. Und wenn man jetzt noch so eine zusätzliche geile Community hat, wie die Rocket Beans Community selbstverständlich, kann man noch obendrein sehr viel daraus... Geld machen. Sehr viel Geld machen. Oho. Sehr viel Gold machen, meinen wir natürlich. Ja, der kommt nicht mehr. Wir haben irgendwo was vergessen, glaube ich. Ja, der ist okay, draufgegangen. Scheiß drauf. Wir haben den doch eh schon alle. Ich habe den nicht. Nee? Nee. Okay. Ja, es gibt halt ab und zu neue Instanzen oder Raids oder so. Also Raids eher. Ja. Gut. Ich glaube, wir haben den kompletten Raum nicht clear gemacht. Wir sind voll die... Ich glaube auch, wir haben den ersten Raum irgendwo einen am Rand stehen lassen, was weiß ich war. Ja. Na gut. Wie dem auch sei. Deswegen macht es Spaß. Es macht halt Spaß, immer wieder mit Freunden zu spielen. Ist halt so ein Frantic. Hätte der Hauke jetzt nicht gesagt, aber hier stehen noch welche, guck mal, ach nee, scheiß drauf. Hätte der Hauke nicht gesagt, ey, lass doch mal machen, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht gesagt, lass mal wieder, hätte ich halt weiter andere Sachen gespielt, wie Fallout. Crawl out to the Fallout, back to me. Kennst du das Lied? Nö, aber ich kann hier Taschen leer räumen. Zack. Wer kennt das Lied? Wie hieß das? Wie ging das? Out to the Fallout, back to me. Das ist hier was, was auf Diamond City Radio läuft. Ach so, also die... Gott, Alter, ich kann nicht mal meine Kombo-Punkte erkennen. Ja, haben die Monster rausgepatcht? Da standen noch mehr, normalerweise. Wahrscheinlich zu schwer. Oh, ich bin auch doof. Jetzt vor allem der Shockwave. Wir können übrigens mittlerweile euch für Ingame-Gold ein Token kaufen und darüber dann spielen. Also stimmt, das geht bei EVE Online. Also wenn ihr sagt, ich will kein Geld dafür monatlich ausgeben, könnt ihr euch in-game Gold verdienen. Ihr habt doch gerade das Achievement bekommen. Wir haben das Achievement bekommen? Ja, jetzt gerade, oder was? Hä? Ich hatte es halt schon. Irgendwer muss es ja bekommen. Honorable kill, dual spec, going down. Going down for real. Ja, kann sein, dass wir es bekommen haben. Keine Ahnung. Wo ist denn der Boss jetzt hier? Oh. I have been waiting for a fight. Ich muss echt so nah ran. Wobei man sagen muss, man kriegt heutzutage 60.000 Gold wirklich sehr, sehr schnell. Jetzt habe ich alle Cooldowns gezogen und ich habe hier Follow wegen dem Scheiß an. Also man kriegt 60.000 Gold echt sehr, sehr, sehr schnell heutzutage. Ne? Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann passt das schon. Das stimmt. So was? Gold kriegt man nachgeworfen. Ja, so ist es. So, jetzt müssen wir gucken, wo der Brass ist. Da ist ein Brass. Da kommen die Ads. Ich kann es echt nicht lesen. Wir schreiben gerade echt Leute an. Jo, Stand Gilden-Chat, dass drei von euch bekommen haben. Ja, cool. Hab ich nicht mitbekommen. Ja, dann kannst du ja gleich nochmal zurückgehen, gucken, ob er da ist. Weil dann kannst du wir haben das Achievement schon. Und ja, aber du kriegst ihn ja als Begleiter dann. Ja, während für deine Garni. Warte mal. Hä, nee, du musst den nochmal... Ich hab's echt bekommen gerade. Du musst den nochmal anquatschen. Okay. Ja, wahrscheinlich haben wir ihn gerade echt verpasst. Naja. And now you die! Boah, das auf... Challenge-Mode war echt super assi, ey. Oh, der greift ja mich an. Ich bin auch doof. Ich schieße eine Rakete auf ihn. Boom. Oh. Ui, ui, oh. Bin ich blöd. Da war schlecht gesprungen von mir. Ja, ich bin aber auch jetzt gerade...
Sagen wir einfach, zählt alles nicht, weil ich bekleckere mich ja auch gar nicht mit Ruhm. Okay, dann laufen wir mal kurz mal zurück. 100 Wählerpunkte bekommen, sehr schön. Ach, meine Funke zieht mein Ohr nach hinten. Oh Gott, ach, hier ist so eine Karte, hat mir auch gekriegt. Der portet sich in deine Garni. Was haben die alles rausgepatcht? Gut. Echt? Ich dachte, man muss den nochmal anquatschen. Auf zur Garni. Also gehen wir jetzt raus, oder was? Ja, wir gehen jetzt zur Garni. Danach haben wir noch ein kleines Special vorbereitet. Also wir haben es noch vorbereitet. Jetzt auch zu meiner Garnison. Cool. Ah, sehr schön. Vielen Dank an den, der mir gerade die Glyphen geschickt hat aus unserer Gilde. Sehr, sehr nett. Ich habe nämlich noch nicht alle, aber ich hätte mir die jetzt sonst auch einfach mal geschoppert. So. Aber es ist trotzdem super, super nett. Ja, man kriegt mittlerweile halt sehr viel Gold über die... Wir müssten mal so einen WoW-Abend machen, ne? Eigentlich würde ich am meisten Spaß machen mir alle. Er hat mir wirklich alle geschickt. Er hat mir wirklich alle geschickt. Okay, der Hauke hat einfach alle machen. Glyphen bekommen. Ey, warum habe ich... Wo ist denn der? Wo steht der denn rum? In der Garde. Wo hat er denn jetzt alle Glyphen her? Hoffentlich hast du einfach kein Geld ausgegeben, mein Freund. Übrigens, wenn ihr in die, ich benenne jetzt wieder gerade einen neuen, wenn ihr in die Gilde wollt, wir sind mal mit 526 Leute, Hauke. Das Alter. Ist fast die Hälfte von 1000. Das ist fast mehr als die Hälfte von 1000. Und zwar, aktuell müsst ihr anschreiben, warte mal, wir suchen jetzt mal jemanden aus, den ich noch nicht her hatte. Und zwar, wir nehmen Noctris, aka Noctris, aus Malfurion Noctris oder Walla hatten wir schon. Ivy. E-I-V-Y. Könnt ihr gerne anschreiben, die inviten euch dann. Habe ich die überhaupt jetzt hier? Alter, vielen Dank für die Glyphen. Ich lerne jetzt erstmal 5 Minuten Glyphen. Warte, ich muss jetzt eben kurz hier, ich habe mir den kürzesten Namen ausgesucht. So, Bohne Plus. Ivy oder Noctris könnt ihr inviten. Knüffel will in die Gilde gehen. Stimmt, Glyphen sind auch voll viele in der Gildenbank, ne? Auch für Neulinge und so Netherstofftaschen und so ein Quatsch. Sehr, sehr schön. Ach, eine kann ich schon. So, also ich zeige euch ganz kurz, warum man so viel Gold bekommt. Mittlerweile, wenn ihr einen Char habt, macht ihr locker pro Woche 10.000 Gold, ein bisschen untertrieben, vielleicht 9.000 Gold mit den ganzen Garnisionsquests, so wie ich jetzt zum Beispiel. Dann kriegst du hier mal wieder 70 Gold, dann kriegst du hier, wenn das jetzt schafft wird, ja, nochmal 75 Gold und hier nochmal 65 Gold. Und dann gibt es auch noch Garnisions-Follower, sind halt Garnisionsmissionen, sind halt, wie soll ich sagen, ihr schickt eure Begleiter selbstständig auf Quest. Aufs Quests und dort holen ihr dann Gold, ja, und das muss man halt nichts machen, man muss nicht online sein und ja. So, aber wir gehen jetzt, wir haben uns eine kleine Sache vorbereitet, ich finde jetzt den Leroy nicht, das ist mir auch gerade egal, ich gehe jetzt nach Vollmar, nee, Quatsch, stimmt gar nicht, ich gehe nach mit meiner Raketen Rakete, verstehst du? Rocket Beans Rakete? Hammer. Das ist mir gerade eingefallen, das war super. Gott, ich bin hier die ganze Zeit am Glyphen lernen. Ja, wir gehen jetzt einfach, wir machen jetzt noch eine Sache. Ich wär, heute Abend spiele ich ja noch ein bisschen. Wenn wir hier fertig sind, ja, habe ich ja schon Überstunden. Bin ich Feierabend, kann ich schön nach Hause gehen, weiterspielen. So. Kommst du, Hauke? Ja, gib mir eine Sekunde. Ich muss noch 400.000 Glyphen erlernen. Portal Orgrimmar. So, wir gehen jetzt nach Orgrimmar. Bin sofort soweit. Und zwar jetzt bin ich soweit. Genau, aber wo ich gerade sage, 10.000 Gold, also du machst ungefähr, also wenn du Glück hast und wenn du halt sehr viele Procs hast, wenn du auch zusätzlich einen Hafen hast, da gibt es halt manchmal Missionen, wo du direkt 1.000 Gold bekommst. Genauso gibt es halt größere Missionen als Single-Char, wo du direkt 4.000 Gold bekommst. Wenn du halt Glück hast, bekommst du mit einem Char in der Woche 6.000 bis 9.000 Gold zusammen. Das war voll die schwere Mission. Und die hat geklappt. Oh, oh. 1000 Apexis-Kristalle und 20.000 EP. Hauke freut sich. Und der levelt. Oh, schön. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Da ich mehrere Chars habe, mache ich ungefähr, weiß ich nicht, im Monat vielleicht 100.000 Gold nur durch die Garnison. Und vielleicht ist das auch übertrieben, ich sag mal 50.000 Gold. Und dann die letzten 10.000 machst du, weil Leute anschnorsen, und dann hast du deine 60.000 Gold im Monat zusammen. Hier ist wieder 10.000 EP. Wir spielen auf Malfurion immer noch. Ich kann euch gleich mal meinen anderen Charakter zeigen, und dass die auch alle Gold kriegen, damit die Leute mir auch glauben, dass ich nur Rhabarber so, mache. Fertig. So, du musst jetzt in die Hauptstadt und dann nach OG. Ich kann dir eine Quest abgeben. Das mache ich mal eben. Und zwar, wo ist denn der Berserk? Wo ist denn der gute Haugi? Haugi, komm, ich komm. Seine Quests. Ja, hier immer schön alles auf Abklingzeit halten. Zack. Denkst du daran, mich in die Gilde aufzunehmen? Ja, aber gucken wir mal. Geh, invite, Gem. Hier, weil hier vorne der Kollege, der will nämlich von mir eine Quest abgegeben haben, da freut er sich.
Guck, wie glücklich der jetzt ist. So. Wir warten immer noch auf den Hauke, der da... Kommt jetzt. Das ist ja kein Problem. Das ist geil, du fliegst in OG und OG sind überall Rocket Beans, Rocket Beans, Rocket Beans, Rocket Beans. Hammer. So, nach OG sollen wir, ne? Zeig mal deine Mountchen. Mountchen mit Mounts, ich habe nicht so viele. Ich habe 200. Nee, das ist nicht viel. Ernsthaft. Ja, ich weiß. Ich hab, also, ich aber ich habe halt super wenig. Das. Also die coolsten habe ich alle gestanden. Den fand ich sehr geil. Und dann habe ich einen abgeluchst. Geile Story. Experiment 12B droppt im Dragon Soul Raid bei dem Drachenboss, den ich vergessen habe. Ultraxion hieß er. Damals in Progress. Und der ist halt nie gedroppt. So, dann haben wir ihn irgendwann nochmal getötet. Und dann ist er gedroppt mit einer Random-Gruppe. Und bis einer hat Bedarf gewürfelt und ich sag, boah, ich sammle total Mounts und so, übertreibe total. Und der hat halt irgendwie eine Drop-Chance von 0,5-0,2%. Und ich sag, oh, ich sammle voll die Mounts. Ich brauch's Mount unbedingt. Und er sagt, ja, hier, ich sammle eh keine Mounts. Und dann habe ich es bekommen. Und die Moral von der Geschichte, Lügen lohnt sich. Lügen lohnt sich, genau. Immer schön lügen. Ja, ich habe halt hier noch die ganzen Netherdrachen, bla 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 bla, Twilight Dragon. Da bin ich. So, du musst jetzt auf mich draufsteigen. Ja. Warte, ich gehe von Eingang. Wo bist du denn? Da. Hier mehr Mounts, Mounts, Challenge Mode Mounts. Bin drauf. So. Wir reiten jetzt zusammen. Ich habe so einen Black Stallion. Ich muss gleich noch hier jemanden die Glyphen zurückschicken. Stormwind, warum habe ich eigentlich den? Das verstehe ich nicht. Die übrig sind. So, wir gehen jetzt nämlich nach Stormwind. Schon sehr nett, ne? Dass mir jemand alle Glyphen schickt, schon mega nett. Hier, wo ist denn hier Stormwind nochmal? Ne, hier nicht, ne? Ne, nicht Stormwind. Die wollte ich auch zum Transmorgen. Wir müssen nach... Warte mal. Da ist Thunderbluff, da ist Rhabarber. Stormwind war hier hinten. Also Stranglethorn, ja hier, wo die Palmen sind, genau. So, was habe ich noch? Ja, hier Anquirage-Schissel. Den finde ich ganz cool. Oh, der sieht cool aus. Aus Mist of Pandaria. Hier so ein Dingsbums. Was habe ich hier noch? Corehound vom Event von Molten Core. Den habe ich aus Thunder Shit Instanz. Den hier habe ich, weil ich exalted bin. Hast du auch diesen Techno-Phönix, den alle haben, ja, der super nervig ist? Warte. Meinst du den hier? Den Ragnaros? Ja, nee, ich meine diesen, den alle immer fliegen, der aussieht, als wäre ein Raver. Ach so, ja, ja. Doch, ich bin übrigens runtergeflogen. Ja, warte, ich gehe wieder auf meine Rakete, kannst mich wieder anklicken. Huch. Altep. Da habe ich mich nochmal so ein Keybinding drauf, habe ich hier nicht. Nun gut. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt aus dem runtergescrollt. Wir warten nur gerade, weil wir fliegen jetzt gleich nach Stranglethorn. Von dort aus fliegen wir dann nach Sturmwind und werden dann da den Wachen auch ins Gesicht boxen. Ja, ich habe halt voll viele Mounts. Ja, egal. Immer noch WoW. Ja, tut mir leid. Wir sind ja gleich fertig. Wir müssen noch bis 19 Uhr aushalten. Aushalten? Dürft noch bis 19 Uhr genießen? Ja, wir geben ja unser Bestes. Ja, wir versuchen es echt so... Da hat einer einen Techno-Phönix. Den meine ich. Ach so, ja. Das ist der Techno-Phönix. Ja. Wieso Techno-Phönix? Ja, weil der so Fäden hinter sich herzieht, so. Einfach aussieht, als wär der für einen Rave angezogen. Ja, okay. Guck mal, also, Honor ist im Chat. Guck mal, den habe ich mit meinem Priester habe ich den auch, den Teppich. Wo ist Honor? Habe ich nicht gesehen. Honor? Wo ist Honor? Stimmt nicht, Lügen. Die Lügen. Hat der niemals subscribed, der Honor? Nee, nicht mal das, wahrscheinlich. Na gut. So. Von Kalimdor nach Eastern Kingdom. Wow, ist der Hammer. Dankeschön, Tyrias. LOL, Technophönik, der ist Legendary. Ja, wenn der Legendary ist, kann der nicht scheiße aussehen. Schnell. Auf hier. Wie jeder weiß, kann alles, was lila ist, mindestens ab da, kann nicht mehr scheiße aussehen. Technophönix. Kann ich selber hinterherfliegen? Icy wants to summon you to... Hä? Warum sind wir schon im Raid? Verstehe ich nicht. Nein. Fliegen da jetzt hin. Icy wants to summon you. Nee, soll ich nicht, ne? Wo fliegen wir jetzt hin? Warte mal. Wir müssen, glaube ich, einmal aus der Gruppe gleich raus. Und warte mal. Ach, wir sind schon im Raid. Und wird der nicht angezeigt? Sind wir schon im Raid? Also, ihr müsst aktuell anschreiben, folgende Person für Gildeninvite. Und zwar, wen nehme ich denn jetzt mal? Der Gorm ist bestimmt schon am Sterben, weil er so viele Leute inviten muss. Wir nehmen einen einfachen Namen. Soll ich mich jetzt doch porten lassen?
Ja, warte mal kurz. Ja, sag mal ja. Dann sollen die mich auch nochmal porten. Wahrscheinlich wird es bei mir noch nicht angezeigt. Whatever. Und zwar nehmt ihr jetzt Sinaji. Ach, das ist der. Nee, warte, haben wir. Ist noch jemand? Wer ist noch online? Jetzt bin ich hier. Ach so. Ah, jetzt weiß ich, was wir vorhaben. Ich weiß. Psst. Nicht zu mir schalten. Nein! Psst! Nicht zu mir schalten, nein, Scherz. Dum, 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 dum. Oh! Dum, 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 dum. Jetzt wahrscheinlich kommen gleich irgendwie 500.000 Allianzler. So, wir warten jetzt. Wir lassen einfach jetzt das auf uns wirken. Ich gehe jetzt auf ein heroisches Mount. Du kannst ja hier auch fliegen, ne? Welches Mount nehme ich denn mal? Ja, ja, ich kann hier auch fliegen. Ich nehme ein Mount, das einem Krieger würdig ist. Und zwar nehme ich... Es kann auch jemand auf mir mitfliegen. Ach, einmaliges ist jemand, Angebot. Ist schon jemand drauf. Ist schon jemand drauf. Morek sitzt schon. Okay, warte. Ich nehme den Armored Skyscreamer, damit die Leute wissen hier, dass der Warchief in der Hood ist. Dumm, dumm. Ah, der ist so klein. Das Gift drauf erstmal. Das, okay, der ist nicht hübsch genug. Warte, ich suche einen anderen. Und zwar, damit alle wissen, dass der Kerak in the Hood ist, nehme ich den Jade Pantarchen-Krankheit. Nein, das ist auch hässlich. Ja, wir sind auf Malfurion. Malfurion, die Gilde heißt Rocket Beans, jeder ist willkommen. So, wollen wir nicht mal anfangen, weil die horotten sich jetzt auch zusammen, die wissen ja, dass wir kommen. Ich nehme den Twilight Harbringer. Dum, 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 dum. Okay, wie viel sind wir denn? Hast du ein Raid-Interface? Nö, ich auch nicht. Du musst da oben draufklicken. Ach, da kann ich ja draufklicken, dann kommt's, ne? Nö. Irgendwie bist du bei uns verbuggt. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe auch keins. Ich sehe nicht mal, dass ich in der Raid-Gruppe bin. Ah. Ach so. Leave Instance Group, wir sind doch blöd. Wo ist es denn bei mir? Wir sind halt jetzt sehe ich alle. So, jetzt sehe ich nämlich auch alle. Hallo! Aha, wir haben das mit Absicht gemacht, damit keiner sieht, dass wir in einer großen Raid sind. Ja, genau, das war super clever. So, Attacke! Wo gehen wir denn? Hier sind wir genug. Ja, du machst das. Da fehlen noch Leute. Okay, scheiß drauf. Düm, 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 scheiße, wir können die noch, lass die doch noch porten. Okay. Hier, hilf halt. Oh, wie geil das aussieht hier, ne? Wir helfen nur viel zu wenig Leute porten, deswegen dauert es so lange. Okay, warte, dann porten wir noch ein paar Leute hier. Wir sind ja nicht. Ich sehe keine, wir sind zu viele. Das sieht so heroisch aus mit den ganzen Mounts, so geil. Soll ich auch was Größeres nehmen, ja, ne? Hier. Oh, ich weiß gar nicht, ich war direkt in die Hood oder was? Ja, keine Ahnung, du fliegst vor und dann alle landen hinter dir. Okay. Also, kann irgendwer nicht fliegen oder for so? For the Horde! Greifen wir an! Wir greifen an! Halt mich! Der wird discovered Stormwind. Hallo, Freunde! Hier ist euer Kerak. Cooldowns an! Attacke! For the Horde! Oh Gott, geht's da ab! Tötet! Hier ist Kieler! Tötet ihn! Mein erster Honorable Kill! Er ist tot! Oh, alles! Wir werden! Oh Gott! Es ist so. Ich sehe nichts! Ich erkenne nichts! Ich sehe auch überhaupt nichts mehr! Für die Bohnen! Dieser Hype ist real! Warum sterben da Leute? Ist egal, wir werden es wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht! Wir werden nie sterben! Wo ist Varian? Dieser miese Drecksack, er hat auch noch... Bombe. Ah, was? Ey, der one-hittet halt die Dudes, ey. Der hat einfach noch 80%. Egal, Charge. Für die Bohnen, für die Bohnen. Hier am Rand sind noch Viecher. Hier ist so ein komischer Otto, so ein Werwolf. Wo? Hier in der Mitte. Grey, kann man mich angreifen, der Queen guckt nur zu. Oh Gott. Dieser Vier. Oh. Kann ich nicht aus dem Battle gehen und dann eine Mass Resurrection machen? Nee. Ja, vielleicht, probier mal. Aber ich glaube, nee, wir sind kommen mit. Hier hinten ist ein Spieler. Guck mal, der schießt auf uns. Jetzt nicht mehr. Hast du ihn getötet? Ja. Nice. Wenn ich, echt, kann ich jetzt nicht eine Mass Resurrection machen? Nee, geht nicht, schade. Ich execute den Shit aus auf dem. Das ist Debian Fadral. Da war ein DK. Das ist ein DK. Wo? Da!
Will abhauen! Los! Jetzt greifen die an, die Schweine. Ihr könnt noch alle Bohnen! Kommt nach Sturmwind! Wir brauchen Unterstützung! Ihr geht für die Horde! Nichts down. Wir müssen uns konzentrieren! Prozent! Komm schon, Bohnen! Komm schon! Vielleicht sollten wir irgendwas. Whirlwind! Achtung! Bohnen, ihr seid. Wenn ihr tot seid, kommt wieder! Lauft rein! Ah, hier ist einer an der Seite. Da gehen alle drauf. Bohnen, wenn ihr gestorben seid. Wir haben einen Tod! Bohnen, wenn ihr gestorben seid, ihr müsst wieder zurückkommen. Kommt zurück. Benutzt. In 8 Minuten haben wir wieder Hero ready. Bande! Zusammen schaffen wir es! Ich habe leider keine Spaltentaste. Kommt schon! Wenn ihr Gegner seht, haut sie sofort um. Ich wollte sagen, da hinten, da draußen ist irgendwas. Wo? Da, hier! Zack. Kommt schon. 40%, das schaffen wir. Da ist ein Portal. Was? Kann ich das benutzen? Nein. Lauf wieder rein, wenn ihr tot seid. Kommt schon. Hier kommt Spieler. Stell Banner. Nachwaffe nicht vergessen. Oh, dieser Vier, ey. Ja, hier sind halt, versuchen auch die ganze Zeit Allies reinzulaufen und aufzuvieren. Oh Gott, da, wo ist er? Los! Das ist so spannend, ey. Einer der größten World of Warcraft-Momente in meiner Geschichte. Und ich habe echt nichts erlebt. Nein, hier am Rand ist halt noch ein Ali, ne? Wo? Hier hinten rennt er weg. Markier den, du kannst... Wo? Da hinten im Gang? Hier geblieben. Übertreib nicht, wir brauchen dich hier, ne? Okay, ich bin... Hau ab. Zurück, lasst euch nicht zu weit rausjagen. Ja, ich bin wieder drin. Lasst euch nicht zu weit rausjagen. Wir müssen den Boss umhauen, das ist unser primäres Ziel. Wir müssen König von Sturmwind vernichten. Für Ruhm und Ehre der Bohnen. Das wird ein epischer Moment. Gott, ey, meine Augen. Meine Augen. Ich muss so nah ran und alles brennt und explodiert. Bladestorm, the Spalt is real. Hier ist 20% einer. 20% Execute-Phase. Krastet aus. Wir können es schaffen. Das wird einer der besten Momente in der Geschichte. Die stehen hier vor der Tür. Der Community. Die Allies. Kommt zurück. Wir müssen noch 20%. Ey, da am Rand sind wir hier, ne? Die uns die ganze Zeit angreifen. Hier, so ein Mage. Kommt schon. 5%. Fokus auf den Boss. King, tötet den König. Ein Hoch auf den neuen König. Warchief. Wir schaffen es. Ja, 2%. 1%. Gott. Woo! Easy. Wir sind einfach die Geilsten, ey. Hier am Rand ist schon wieder Hammer. Einer. Da. Jetzt ran. Rottet die Allianz aus! Jetzt seid ihr dran! Ja. Wo laufen die alle hin? Mein Herz, ey. Puls von 180. Wir töten gerade den Rest. Wir töten noch seinen Sohn. Geil. Für die Bohnen! Nein, ich sterbe! Was? Wir kommen zurück! Ich raus! Ich kann nichts machen! Hauke! Nein! Nein! Oh, dieses Opfer! Diese Schmach! Oh. Hauke wollte zu viel. Battle Rest! Battle Rest! Oh. Ich laufe rein. Ich würde sagen, wir rennen geschlossen. Wir gehen geschlossen raus. Geschlossen rauslaufen. Alter, so weit geschlossen muss ich raus. Ja, aber war episch. Haben wir den Erfolg alle gekriegt, ja, ne? Oh, ich werde. Geschlossen raus! Leute, wir müssen geschlossen raus. Wir brauchen Unterstützung. Wo seid ihr denn? Ja, wir kommen. Ich brauche Unterstützung hier. Ja, ich weiß nicht, wo ihr seid. Ach, da hinten. Okay. Hier lebt aber noch einer, ne? Also hier der Greymane lebt noch. So. Scheiß auf Greymane. Wir gehen jetzt geschlossen raus. Den können wir jetzt auch noch eben killen. Der hat noch 3% oder so. Der hat uns alle gefiert. Ah, sehr schön. Das hat echt Spaß gemacht. Also es war sehr, guck mal, die Leute mounten auf, ihr müsst schnell aufmounten. Wenn ihr out of combat seid, mountet auf, ab in die Lüfte mit euch. Wo seid ihr denn raus? Vorne raus, Vorne raus, ab in die Lüfte. Versucht out of combat zu kommen.
Vanish! Hier, steig auf meine Rakete, wenn du mich siehst. Ja! Drauf. Alle, die zurückbleiben, ihr seid geil. Es hat sich gelohnt! Oh. Ja, ich bin nicht einmal gestorben. Ich hab nichts gesehen. So. Ah, mein Hals ist total trocken. Ja, was kann man dazu noch sagen, ey? Ja. Ja. Meister ihres Fachs. Diese Rocket Beans skillen Leute. Ja, guck mal. So, was haben wir jetzt hier? Wie heißt der Erfolg? Den wir haben Erfolg. Ja, genau. A Storming Stormwind. Genau, warte mal. Wir könnten jetzt natürlich... Warte, ich guck mal kurz, wo wir jetzt noch hingehen können. Darkshire. Ey, lass nach Ironforge gehen. Guck mal, da ist stehen. Einer zwischen uns. Wir gehen nach Ironforge. Setz mich da mal auf den Turm. Setz mich mal links auf den Turm. Nee, das geht nicht. Die schießen schon drauf. Nee, warte, wir machen jetzt. Wir ich gehen nach Ironforge. Setz mich hier doch ab. Ich springe ab. Ich springe auf ihn an. Und gebe ihm eine Kopfnuss. Wir fliegen jetzt nach Ironforge, Alter. Komm. Okay. Auf nach Ironforge. Jetzt hauen wir noch den Zwergen noch? Um. Ja, wir gucken einfach mal. Okay. Okay, Werbung und wir fliegen so lange nach Ironforge. Geiler Schissemanissel, ey. Auf zu Ironforge-Gedöns. Bis gleich.